Aufnahme starten. Hallo. Er hat schon funktioniert, wow. Ja, hallihallo. Es gibt mal wieder eine neue Folge vom Geschwätzblitz. Diesmal zusammen mit Sir Francis C. zu meiner Rechten, beziehungsweise auf einem Bild unter mir. Sie möchte natürlich anonym bleiben. Wird bestimmt nicht klappen während des ganzen Videos, aber schön, dass du dabei bist, denn Hamster können ja auch gut Schach spielen, habe ich gehört. Oder was sagst du dazu? Ja, natürlich. Das finden wir jetzt heraus. Okay, tipptopp. Okay, wir werden 3 Minuten Partien spielen. Wir fangen an, dass Sir Francis C. mir die Figuren ansagt, die ich dann zu ziehen habe. Und schauen einfach mal, wie das so klappt. Ist mein Ziel, dass du gewinnst, oder ist mein Ziel, dass du nicht gewinnst? Wir möchten möglichst viele Punkte holen, weil Sir Francis C. und Fabian spielen gegen den Rest der Welt und wollen am Ende ein positives Score haben. Alles klar, dann zieh meinen Bauern. Okay, ich bin sehr gespannt. Springer. Wäre schön, wenn du auch immer deine Ideen dazu sagst. Ich habe keine. Ein Bauer. Top. Sowas habe ich befürchtet. Aber ich besetze einfach mal das Zentrum. Das habe ich mal gelernt, dass das nicht so Springer. verkehrt ist. Ich spiele intuitiv. Intuitiv ist super. Läufer. Oh, ich muss immer aufpassen, dass ich nicht durchs Figuren zeige und schon Ja, irgendwie mehr absolut. vorsage. Machst du schon voll. Okay. Läufer? Also wir haben auf jeden Fall einen Entwicklungsvorteil. Wir haben schon alle 4 Figuren raus und unser Gegner erst König. zwei. Auch hier haben wir auch schon. Das ist doch mal jemand, du kannst keinen Schach. Dame, danke, dass du den Mauszeiger da schon Ja, hattest. lass dich davon nicht irritieren. Okay. Aber wenn Weiß ich ich so. nicht. Bauer. Keine Ahnung, ob du den meinst, aber der sieht nicht ganz so verkehrt aus. Springer. Ich hätte gern Springer. Aber ich hätte meinen Bauern genommen, weil ich glaube, die Dame wäre direkt weg gewesen. Ist das Die so? Dame hat überhaupt kein Schlussfeld gehabt. Hier Autsch. wirken die Läufer hin. Der Bauer war dann vom Springer gedeckt und das Feld hätte der Springer unter Kontrolle gehabt. Ja, dann ist Das auf kostet jeden schon Fall einen, ne? das. Nein, hallo? Das nächste ist jetzt erstmal hier der Läufer, der zieht, dann kann die Dame auch nirgends mehr hin. Stark gesehen. Das hat sich gerade noch gerettet. Ja, ich bin natürlich hier mit Einsatz, weil wenn jemand was Schlechtes macht, muss er bluten. Bluten! Das will ich sehen. Wir wollen uns ja gegenseitig ein wenig motivieren. Aber die Partie sieht sehr gut aus. Die gefällt mir sehr, sehr gut. Ich würde sagen, das ist schon direkt Aufgabe, da kommt nichts mehr. Ja, wer am sichersten, ne? Was, also gegen was spielen wir denn hier Wir überhaupt? spielen. Ach stimmt, die Zahl sieht man, glaube ich, auch in unserem Video nicht, aber der Gegner hat auch nur knapp 1500. Nur, Aber wir haben auch das eine ist schon richtig 1462. stark. Ja, bitte schlag einmal wieder. Dazu Das nehmen wir darfst du nicht einmal bitte sagen. den. Oh, Entschuldigung. Jetzt hast du einen Tipp gegeben, jetzt darf ich das nicht machen. Nein, Okay, Piers, Bauer, Quatsch! bitte. Ja, wir wollen nicht hier mit Vorsagen machen. Wir spielen hier extra mit unserem gemeinsamen Account, den wir auch für sonst nichts verwenden. Dame. Und nehmen nicht unsere üblichen Accounts dafür. Damit uns da keiner was unterstellen kann. Turm. Turm ist super. Aber warum führt unser Gegner jetzt noch weiter? Hast du eine Idee? Ja, weil er nur 1500 hat. Also ich dachte, weil er nur eine Dame weniger hat, kommt jetzt und noch davon ausgeht, er spielt gegen uns, er hat noch eine Chance. Das stimmt natürlich. Unsere Zahl ist natürlich auch super. Aber wir haben noch ein Fragezeichen, das heißt, wir werden gleich einen Riesensprung Dami. machen. Also hier Läufer E7 hat, glaube ich, auch schon wieder Material. Also Ich sag's ja irgendwie. nur. Ich meckere viel, ich weiß, Ja, ich ich merke das schon. meckere auch gerne. Also das Ziel ist ja Aber es wäre jetzt ein hier. Doppelangriff gewesen. Ich sag's ja nur für unsere 100.000 Zuschauer. Mir geht es ja auch gar nicht darum, dass ich jetzt hier Doppelangriffe mache. Ich möchte nochmal die Dame ziehen. Ach, wir sind schon wieder am Zug. Ja. Du willst sie bestimmt matt setzen. Na, und da hast du wohl was erraten, glaube ich. Aber das darf ich das sagen oder ist das auch Ja, verboten? ein bisschen sagen darfst du, aber. Hat er gesehen. Ah, ouch. Okay, Läufer. Sieht alles unser Gegner. Mal gucken, ob wir hier noch was Besseres Außerdem machen können. Dameneinsteller. Ja, aber fast alles, fast alles. Okidok. Fast alles. Fast Ich alles. hätte den Läufer vielleicht auch Dame bitte auf die andere Der Seite ist nach H6 gestellt. gezogen, ne? Ja. Aber dann hätte er mit F5 vielleicht, okay, die Idee wäre Ja, dann. gewesen, die Dame nach F6 zu spielen, aber mit F5 hätte er das vielleicht auch verhindern Ja, können. aber dann wäre der Turm auch weg gewesen. Aber wahrscheinlich hast du recht, dass es besser gewesen wäre. Ja, weißt du, ich möchte die Dame bitte ziehen. Boom! Eingestellt. Ach nee, doch nicht. Kann ja gar nicht schlagen, weil er gefesselt ist. Haben wir Glück gehabt. Ja, gerade noch mal so. Also den wolltest du auch spielen, oder? Nee, ich hätte die Dame jetzt zurückgezogen. Nochmal die Boom! Dame, bitte. Und erster Win, das werden wir mal direkt eintragen.
Oh Moment, das ist ein bisschen doof gemacht, glaube ich. Aber egal, das ist wichtig. Der Gegner möchte ein neues. Das kannst du bitte das Spiel wahrnehmen. Ich würde gerne gegen diesen Gegner spielen. Ja, ich auch. Ich muss so kurz unseren Stand eintragen. Schnell, Geht schnell. nicht mehr. Ja, siehst Aber ich habe du? nochmal geschickt. War das noch rechtzeitig? Nein, natürlich nicht. Ja, okay. Dann geben wir auch neuen Gegner. Und hoffen auf einen noch besseren. Uff, okay, alles klar. Bin ich jetzt War das dran? überhaupt gewertet? Genau, du kannst spielen. Ich sage, was sage ich denn? Bauer. Ist aber gut, wenn ich weiß, was du normalerweise für Eröffnung spielst oder glaube es zu wissen. Bauer. Du weißt, was ich spiele. Ich weiß Springer. halt nicht, ob ich die Eröffnung überhaupt richtig spiele, muss ich dazu Zumindest kann sagen, ich dich ne? dazu ein bisschen zwingen. Läufer. Zumindest probieren, dich dazu zu zwingen. Das Nein, war alles gut bisher. Der König. Das ist ja immer ein Standardaufbau. Das kann nicht so verkehrt sein. Bauer. Läufer. Also Gegner ist ja schon besser als gerade 15:41 auf der Uhr. Springer. ist schon schwer, die Figuren da, also nicht anzutatschen, was man gleich machen Das, möchte. ja, das ist egal, was du machen möchtest. Bauer. Ganz ohne Vorsehen geht es ihm quasi nicht. Aber. Beziehungsweise das wäre der Vorteil, wenn man es online machen würde und nicht sich direkt sehen würde, dann wäre das nicht ganz so auffällig. Nochmal Bauer. Sieht man, wie gut ich ziehen kann mit Richtig diesem Brett stark. hier. Richtig stark. Läufer. Ja, zur Not musst du gleich nochmal aufs iPad wechseln. Ja, ich glaube, das ist eine Maßnahme. Läufer. Echt? Ja, ich habe gesehen, der war angegriffen. Da dachte ich, den will ich dir nicht geben. Ich brauche einen Zug, bitte. Dame, Entschuldigung. Oh. Ich wurde gerade von einem 1 zu 3 Anschlusstreffer von Schalke ein bisschen irritiert. Ich dachte, das kann nicht sein, aber es ist so. Turm. Dame. Ich habe da eine Idee. Ist das so? Dame. Dame! Kaboom! Butch. Da hing der Turm. Man hätte auch Matt. Den Turm. Turm? Man, Hast du Turm. Turm Turm gesagt? habe ich gesagt. Man hätte auch mit D4 gerade probieren können, Matt zu setzen, statt den Springer direkt mitzunehmen. Ja, das hätte ich gemacht, tatsächlich. Es wäre nicht schlechter. Es hätte die Partie wahrscheinlich schneller beendet. Turm. Und wir müssen sehen, dass wir schneller werden. Turm! Turm. Das ist so der scheiß Turm hier. Gut, dass du auch keinen zweiten Turm hast. Bauer. Okay. Turm. Alles klar, ich fühle mich ein bisschen gestresst. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt, ich mache das gut. Springer. Wir sind total auf Gewinn. Wir müssen nur noch schneller werden. Oh, ich darf ja gar nicht Premium. Nichts gemacht. Ich dürfte aber sagen, Queen ist Bauer. Aber es ist zu gefährlich, wenn er F3 spielt. Bauer. Läufer. Primus Turm. Das kann ich machen. Egal, was er zieht, ne? Ja, auf jeden Fall. Hättest du gerade auch machen können, weil ich hab. Bauer. Bauer! What the fuck? Ganz ruhig. Ich wollte nur das Grundreinmal verhindern. Na gut. Was für ein Turm, Grundheimat? Turm. Ja, so ein mögliches, wenn mal beide Türme von unten So ein wechseln. theoretisches. Ein theoretisches Grundheimat wollte ich aus dem Weg gehen. Genau. Alles klar. Turm, 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 Turm. Aber habe ich jetzt einen Tipp gegeben? Turm, Pre-Move. Habe ich jetzt einen Tipp gegeben mit Grundlinienmatt, dass ich dasselbe mit uns verhindern wollte? Okay, Okay. der will keine Revanche. Dann haben wir auch Zeit, unser 2 zu 0 einzutragen. Das läuft ja wie geschmiert. Das läuft ja wie geschmiert. Okay, neuer Gegner und wir pushen unsere Zeit da richtig nach oben. Wieder ein 1500er. Und Wir wir haben schon haben wieder Schwarz. 15:45. Ja, irgendwie gewinnen wir gar nicht so Bauer, viel. bitte. Wir gewinnen gar nicht so viel. Weiß gar nicht, warum nicht. Springer. Springer, okay. Und kann man hier nicht irgendwie sehen, Springer. was? Sekunde. 12 Games. 3 noch und dann wir könnten ein Turnier spielen. Was hast du gesagt? Entschuldigung. Springer. Ja, alles gut, alles gut. 3 noch und wir können im Turnier Kannst du teilnehmen. einen Bauer haben? Also, auf der 6 steht ja eigentlich nicht ganz so toll. Der hätte eigentlich lieber nach D7 Läufer. gewollt. Aber ich glaube, dass das jetzt total egal ist. Wir spielen gegen 15:13. Was beschwerst du dich? Alles gut. Wir stehen super. Oh, ich weiß nicht, ob ich den nehme. Ich möchte nicht, dass er nimmt. Ich hätte gerne bitte Bauer.
Was? Okay. Ja, ich muss jetzt ja provozieren, dass er hier nimmt, oder? Alles klar. Wir hätten gerade irgendein Springer D4 Material gewinnen können. Okay, sorry. Turm. Einfach Ruhe. Lass die Pizza heile. Aha. Läufer? Weiß ich. Ich habe gar keine Ahnung, was ich da mit der Dame anfangen soll, muss ich ehrlich sagen. Ja, okay, man hätte sie weiter jagen können, aber wir stehen gut. Wir stehen gut. Okay, okay. Allein, dass wir hier jetzt vier Figuren schon entwickelt haben und weiß eigentlich nur einen Läufer und deine blöde Dame. Wir müssen hier gut stehen. Trotz Minus. König, ich habe nichts gesagt. Na, halt schon die zweite Chance. Springer? Endlich, auch wenn du den nicht machen wolltest. Der wäre gerade auch schon gegangen. Ja, und? Jetzt nochmal Springer. Boom! Wahnsinn. Springer. Wahnsinn. Wollte es hier gerade wieder nehmen wahrscheinlich. Mhm. Jetzt will ich aber einen Läufer haben. Top. Siehst du, und schon haben wir einen ganzen Turm mehr gegen diesen geopferten B7-Bauern quasi. Ich muss denken. Denk mal, denk mal. Keine Ahnung, Springer. Wo wolltest du hin? Zentrum besetzen. Dahin wäre weg gewesen. Weiß ich doch. Obwohl, weg stimmt nicht ganz. Nach Schlägschläg hätte man hier noch einen Abzug gehabt und man hätte ihn wieder gewonnen. Wow. Wäre sogar gegangen. Dame, bitte. Ah, Schach. Auch hier wäre besser gewesen, erst schlagen und dann das Schach, weil dann wäre der Läufer weg gewesen. Na, meine Güte. Ja, andauernd diese Verbesserungsvorschläge. Ich sag das, Läufer, ich sag das bitte. Ja gar nicht für dich, ich sag das für unsere 1000 Zuschauer. Ich hätte den jetzt übrigens nicht rausgeschlagen, ich hätte aber den dann da und den da hingezogen. So. Aber egal. Aber ich habe eine Figur gewonnen, weil ich den nehmen konnte, weil der hängt. Wir müssen nur ein bisschen auf unsere Zeit aufpassen. Alles klar, dann Läufer bitte. Das ist unser größtes Problem. Wir müssen die Zeit schaffen und dann gewinnen wir die Partie. Dame bitte. Ah! Was soll ich jetzt dazu sagen? Läufer! Es geht ja doch alles, warum habe ich getrunken? Das ist okay, gut für deinen Körper. Ich hab's dir Turm, bitte. Ich hab's dir eingestellt, gebe ich ja zu. Aber wir haben immer noch einen Turm mehr. Turm! Wir haben immer noch einen glatten Turm mehr. Unglaublich. Ja, der gute Spieler hat Stellungsglück. Wir sind gute Spieler, also haben wir Stellungsglück. Springer! Tipptopp, der Springer kommt auch wieder raus. Springer! Und die nächste Figur ist weg. Schnell jetzt. Ah, Springer! Bei unter 15 Sekunden machen wir uns nicht mehr mit anderen, dann wird einfach gezockt, ne? Alles klar, Läufer. Das heißt nicht, dass du bis dahin warten sollst. Der war mit Absicht. Ah, okay, ja, dann Springer, I guess. Kann ich was? Springer pre-moven. Springer. Turm. Eieiei, die Zeit wird noch ein wenig eng, aber... Der Bauer? Was denn? Den Zacken. Turm. Das machst du aber gut. Dann geht das besser. Turm. Einfach, oder? Ich hab ja doch locker. Springer? Springer. Turm. Oh, ich muss leider jetzt zu Ende spielen. Gar kein Thema. Weil in 8 Sekunden sollte das eigentlich locker reichen. Und wir haben schon das Matt hier. 3 Züge später ist Matt. Klappt doch gut. So. Wolltest du lieber vom iPad spielen? Ja, bitte, unbedingt. Dann öffne mal mit dem iPad. Aber warten, du musst eben warten, bis du den ersten Zug machst, bis ich auch in der Partie dann drin bin. Dass wir das auch hier machen, in einfach jetzt, ob 3 plus 0, ja? Moment. Die Zahl wird höher. Wie wen spielst du denn? 16,23. Ja, welchen, wie heißt der Gegner? C. Palmer. So viel zum Datenschutz. Ja, tipptopp. Bauer. Bauer. Springer. Läufer. Das hatten wir gerade schon mal. König. Damit haben wir schon mal gewonnen. Springer. What? Ich sage jetzt nach dem Zug was. Bauer.
gefährlich. Dann spiele ich immer so. Ändert nichts daran, dass es gefährlich ist, Bauer. Ja, tipptopp. Bauer. What the fuck? Ja, wo machst du da? Bauer. Der hängt, oder? Ja. Aber mit Absicht, okay. Springer. Das hätte ich ja die ganze Zeit als Springer gesagt. Weiß ich Springer. Doch. Er weiß, hat jetzt die offene Haarlinie. Das, man muss aufpassen zumindest. Auch wenn nichts Konkretes geht. Läufer. Den Zug wollte ich eigentlich um alle Optionen irgendwie vermeiden. Tja, das sind die Stellungen, die ich gerne spiele. Nur Rest, no fun. Ja. Du hast ja recht, du hast ja recht. Du bist ja auch nur ein Bauer. Mm. Läufer. Bauer. Einfach alles nach vorne, ne? Einfach alles nach vorne. Das ist ja der Wahnsinn hier. Aber gefällt mir wirklich. Springer. Läufer. Dame. Hätte man noch im Feld aktiver sein können, Turm. Aber alles gut. Ich denke, Dame ist jetzt auch okay. Nur jetzt muss man ja mal mit dem Gegenangriff Turm B1 rechnen. Dame. Den hätte nach Dame A5 gerade sofort nicht gehabt. Das ist gar kein Thema. Aber ich kann ja Schach spielen. Richtig. Richtig. Eieieiei. Was ist hier los? Oh, wir haben mittlerweile 2 Bauern weniger. Mhm. Der B-Bauer hat auch gehangen. Ja, ja. Wo ist unsere Kompensation? Läuferpaar? Ist das eine Kompensation? Nein. Nein, ich fürchte auch nicht. Vielleicht der König in der Mitte. Läufer? Oh. Ich hätte Läufer A6 befürchtet, aber ich finde auch Läufer A8 besser. Einfach damit die Dame nicht mehr gebunden ist. Und Weiß muss sich irgendwas überlegen, wie er weiterkommen möchte. Kann er nicht. Kann er nicht, ne? Ist zu schlecht. Turm. Turm? Turm. What? Ja, du hast 2 zur Auswahl. Aber 2 Türme. Ja, aber der eine zieht ja eh gleich rüber, so. Und schnell, wir blitzen. Mit Sicherheit schon wieder nicht das, was du ziehen wolltest. Doch, alles gut. Bauer. Warum gleich so weit vor? Bauer. Egal. Wir müssen uns das Material zurückholen. Oh, Entschuldigung, das sollte kein Tipp sein. Hä, hey, echt jetzt? Na dann. Ja. Ich dachte, der erste Turm kommt jetzt rein, aber solange die Dame nicht mit angreift, ist alles gut. Ja, die Dame ist ja ein bisschen auf der anderen Seite. Ja, aber Dame D2, Turm H6, nochmal Opfer oder so. Also wir spielen ja auch noch gegen... Oh. Ich wollte das sagen. Aber egal. Nicht so leicht. Läufer. Gefährliche Ansage, aber... Hä, was? Ja, gefährliche Ansage, ich weiß. Ausschussmethode. Dann bleibt nur ein Zug über, tatsächlich, ne? Ne, mir bleibt gar kein Feld über. Vielleicht den Läufer, ja, zwei Läufer zurückziehen hier. Ja, der Turm ist ja nicht mehr auf B1, dachte ich, das ist der Unterschied. Ah, spannend. Ja, das ist wirklich ein Unterschied. Und auch hier, wenn du unter 20 Sekunden bist, bulletst du allein zu Ende, ne? Alles klar. Also, gut, dass er langsam übernehmen zieht, dann habe ich zumindest eine Chance auf Zeit zu Genau, gehen. Genau. Ey, aber er denkt sich sogar bei seinen Zügen. Tut er das? Bist du dir sicher? Ich fürchte gerade so richtig, ja. Schnell, schnell, schnell. Bauer? Bauer! What the fuck? Das ist die einzige Chance, ja. Nur für komische Züge. Läufer? Ja, du musst spielen. Ist eine undankbare Position, muss ich zugeben. Keine Ahnung, was du meinst. Läufer habe ich eigentlich gesagt, aber ist egal. Ja, du hast gesagt, ich darf alleine weiter spielen. Wahrscheinlich war dein Zug sogar besser. Ich wollte Läufer E5 sinnlos machen und dann Läufer A6 verstärken. Und so ein bisschen auf Gegenmatt hoffen, aber König F8 finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Das Problem ist, dass er jetzt was im Läufer schlagen kann. Oder gekonnt hätte. Muss schnell sein. Ach, danke. Das hilft total, Fabian.
Und dann haust du da so einen Hammerzug wieder raus. Das, was ich am besten kann, ist halt Bullet. Was soll ich sagen? Schnell! Sinnlose Schachs geben, super. Was hast du gesagt? Du hast gesagt, sinnlose Schachs geben. Nee, das war eigentlich eine Zusammenfassung von deinen Zügen. Okay, jetzt bist du alle. Ich mach das noch nicht. Scheiße! Sorry. Okay, alles gut, alles gut. Das war eine verdiente Niederlage leider, aber ich habe gerade auch unseren letzten Punkt gar nicht eingetragen. Wir führen gegen den Rest der Welt immer noch mit 3 zu 1. So, sollen wir mal etwas komplizierter werden? Wir ziehen jetzt abwechselnd. Mm. Jetzt wird es kompliziert. Okay. Aber wirklich, wir müssen darauf achten, dass wir wirklich abwechselnd ziehen. Mhm. Warte, geh du mal auf neuer Gegner und ich suche die Partie dann raus. Bitte, bevor du startest. Ich glaube, wenn wir ein Turnier spielen, wird sich das aber automatisch öffnen. Du bist OHJ4. OHJ4. Darf ich anfangen? Du darfst den ersten Zug. Aber erst, wenn ich da bin. Jetzt. Jetzt kannst du den ersten Zug machen. Wir müssen jetzt hier konzentriert bleiben, dass wir wirklich abwechselnd ziehen. Das ist echt immer eine große logistische Herausforderung irgendwie. Aber wir stehen hier super, super gut. Gut, standen wir. Was? Ja, ich habe jetzt die 5 vorbeigezogen, aber schlagen ist genauso gut. Das habe ich jetzt nur so gesagt, weil ich dich schockieren wollte. So, auf jeden Fall sind wir so schneller. Wenn du über iPad spielst, wo du schneller bist und ich mit der Maus nicht auf deine Ansage warten muss. Das ist definitiv korrekt. Bin ich dran? Nee, ja doch. Ja. Ja, keine Ahnung. Eieieiei. Bin ich schon? Gerne. Ja. So, dann machen wir jetzt den guten Läufer über. Und müssten eigentlich Vorteil haben. Ich finde, wir stehen noch ganz gut. Wir stehen definitiv besser, ne? Sein Läufer ist einfach Müll. Die schwarzen Felder haben wir unter Kontrolle. Die C-Linie haben wir unter Kontrolle. Und ich sehe aktuell noch kein Gegenspiel für Schwarz. Hast du gespielt? Ja, nix. Was hast du gespielt? Ah, Turm B7. Ah, okay. Alles gut. Droht irgendwas bestimmt nicht. Der droht die ganze Partie nichts, dann wird er jetzt auch nichts drohen. Das wäre ja seltsam, wenn er jetzt was drohen würde. Genau. Aber wir drohen was. Wir drohen den Läufer zu schlagen, der gar nicht mehr gedeckt werden kann. Und wenn der wegzieht, hängt vielleicht sogar der Punkt G7. Den kann ich eigentlich pre-moven. Okay, den sammeln wir ein. Warum trinke ich hier das eigentlich freiwillig? Links ist das etwas fiesere Getränk. Ich bin dran. Ach, schade, ich wollte gerade hier rausschlagen und dann den Links zurückgewinnen. Du bist dran. Ja, wir haben noch so viel Zeit. Wir haben eine halbe Minute mehr. Ja, das muss man ja jetzt nicht ausreizen hier. Du hast ja recht, du hast ja recht. Ei, was ist da passiert? Wie, was ist denn passiert? Ich glaube, wir haben gerade ein riesen Problem. Warum? Weil Dame F2 matt ist. Autsch! Sorry. Deswegen das hier. Ja, ich trinke ein mit, das war nicht gut. Ich gucke mal ganz kurz, wie viele Partien wir haben. Wenn wir so ein Turnier spielen würden, würde das die Sache vereinfachen. Müsste jetzt gehen. Okay. Warte, ich korrigiere nochmal auf. Also das Einspielen haben wir 3-2 gewonnen. Damit machen wir jetzt einen Abschluss vom Einspielen. Und probieren jetzt mal auf Arena-Turniere. Ja, ich komme einfach darüber rein. Wenn ich drin bin? Ja. Achso, okay. 3 Minuten probieren wir nochmal. Sag mal Bescheid, wenn du drin bist. Im Turnier? Nee, nicht im Turnier, wenn du in der Partie bist. Achso, okay. Dann bin ich komplett drin. Automatisch, ist sicher? Mhm. Irgendwie immer so wie jemand anderes bei den Turnieren, das kann gut sein. Klappt super. Klappt nicht. Gehen wir auf neue Partie starten, dann in die Partie rein. Gehen wir auf neue Partie. Wo denn? Neue Partie, 3 Minuten. Oder 1 Minute, ist egal. Ne, spielst du gegenüber. Ne, sprech mal ab. Egal, ich muss eben anfangen zu spielen. Ja, hab.
Ja, öffne. Dann bist du jetzt am Zug. So. Wie heißt die Eröffnung eigentlich? Sir Francis C. Jetzt hätte ich fast wieder den falschen Namen gesagt. Ich bin dran, ne? Wie heißt die Eröffnung? Ahnung, skandinavisch? Fast! Sizilianisch. Sizilianisch. Das hört sich besser an, und zwar der beschleunigte Drache. Der beschleunigte Drache. So, wir haben hier das Zentrum. Es kann wieder nicht ganz so viel falsch gelaufen sein, eigentlich. Zeig das Aber noch mal. das haben wir gerade auch gedacht, und dann haben wir Genau. uns da irgendwie 20 matt sitzen lassen. Von daher werden wir jetzt etwas vorsichtiger sein. Aber unser Gegner war sehr arrogant. Der weiß gar nicht, wer sich hinter dem Namen Schachmensch 2020 befindet. Und er hat gebörsert gegen uns. Das wird er gleich bitter bereuen. Bin ich dran? Ja. Das wird er gleich bitter bereuen. Wow! Wow! Und das Problem ist, der Bauer ist ja, ne? Ja, noch nicht ganz. Es geht alles gerade noch, würde ich Sagt sagen. man zu Berserken, Börserken oder was? Keine Ahnung, wie das auch immer ausgesprochen wird. Ach, bin ich dran? Ja. Oh, ist das anstrengend. Ne, du hast jetzt einen leichten Zug. Ja? Was ist das? Du kannst es auch kompliziert machen. Man hätte auch einfach die Türme verdoppeln können und den Bauern decken. Aber, vielleicht geht das Komplizierte ja auch. Man sollte zumindest den Bauern zurückgewinnen. Und was sagst du jetzt zu meinem komplizierten? Ja, wir haben nichts gewonnen. Ja, aber auch nichts verloren. Aber wir haben die Stellung vereinfacht. Ich bin nicht sicher, ob das von Vorteil. Hilfe. Hilfe, was? Weiß ich nicht, irgendwas war komisch. Okay. Aber alles gut wieder. Na, ich glaube, es war gar nicht so dumm von dem zu Du bist dran, ne? berserken, weil die Zeit hat er jetzt schon wieder raus. Na, Quatsch. Siehst du, aktiv beim Turmenspiel. Ah. Sein Bauer ist schnell, sein Bauer ist schnell. Den schlagen, den, dann kriegen wir den gar nicht mehr. Müssen leider einen Rückzug antreten. Ork. I don't like it. I don't like it too. Was ein Gespiel. Ah, A5, sehr schöner Zug. Jetzt sind echt diese zwei Bauern von diesem einen aufgehalten. Erstmal. Erstmal. kurzzeitig. Sah gut aus. Ja, aber wir haben, die Bauern sind jetzt hier nicht so weit vorne. Das ist schon nicht. Du bist. Das ist schon vollkommen in Ordnung, was hier jetzt gerade passiert. Echt, ist das nichts, wo man jetzt den König anzieht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht genau. Wie ist das Bauernendspiel jetzt? Das ist wahrscheinlich verloren. Ich will gerne den Turm auf dem Brett behalten. Das ist okay. Wir müssen schneller Das werden. Problem ist, du kennst mich und Ja, Turmenspiele. da hast du sehr viel Erfahrung drin. Immer wenn ich bei dir zuschaue, bist du im Turmendspiel. Die ich auch jedes Mal regelmäßig verliere. Ne, 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 das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht. Und Schneller! jetzt was? Ja, komm, zur Not müssen wir das Remis mitnehmen. Ist ja ein starker Gegner. Oder soll ich ihn auf Zeit ziehen? Zieh mal auf Zeit. Ich bin sehr unsicher. Eigentlich hätte ich da Lust zu. Nein. Oh, auch gleich auf Zeit. Auf Zeit. Drei Züge später ist die Partie vorbei. Wie kann das? Das hätte ich jetzt auch Wie noch kann das? hinbekommen. Wie kann das sein? Okay, zurück zum Turnier. Glück's auch. Ja, Jetzt ich müsste es krieg wieder sich. in die Partie Ja, rein. jetzt müsste es eigentlich. Eigentlich müsste es jetzt klappen, ja. Okay, schauen wir mal. Haben wir die Zeit? Haben wir die Zeit? Uah, nicht, wenn ich mich verklicke. Wir haben neue Partie. Ja. Und wir in Prioritäten setzen, oder? Ist das so? Müssen wir der Welt nicht mitteilen, dass wir 4 zu 2 führen? Ich glaube nicht. Okay. Fange ich an? Ich Hey, habe jetzt ja, angefangen. ist gut. Da stehen wir schon wieder auf Gewinn. Das gegen 1900. Nein, auf Gewinn natürlich nicht, aber wir haben eine.
Wir haben schon Tempo gewonnen in der Französisch-Abtausch-Variante, die sehr langweilig ist. Ach so, wir spielen Französisch-Abtausch. Das ist natürlich gut zu wissen. Ich bin, ne? Ja. Ja, aber der gute Läufer vom Weiß ist auch schon weg. Wir haben einen guten Läufer noch. Nach Läufer F4 müssen wir den zwar auch tauschen, aber wir hatten ihn mal kurzzeitig. Ah, ich habe dann so viele Blitz- und Bullet-Partien mit diesem blöden Französisch-Abtausch gehabt, die dann alle zu 35.000% und noch mehr mit diesem blöden Doppelspringer-Endspiel gelandet sind. Aber nicht, wenn ich mitspiele. Ich habe einen sehr guten Score damit, wollte ich sagen. Ach so, okay. Wow, soll ich mal tricksen? Darf ich tricksen? Ja, natürlich. Ich trickse. Ich weiß auch nicht, ob es wirklich gut ist, aber es sieht einfach schön aus. Ah! Für die Fans muss man auch mal den Springer zum Schein opfern. Und vielleicht ist dieser E3-Bauer ja irgendwie mal schwach. Wer weiß, wer weiß. Ja, zumindest können wir da ein wenig Druck gegen machen. Da können wir auch verhindern, dass Weiß auf Dauer E4 spielen kann. Dann haben wir eigentlich schon so ein bisschen was erreicht. Boom. Also die Stellung gefällt mir sehr. Hast du gepremoved? Mhm. Warum nicht mit dem Bauern? Wäre eine Bauerngabe gewesen, aber okay. Kam jetzt zum Glück nicht. Zu viel Stress. Ah, dann trickst du nochmal wieder. Ah, schön, dass er das noch macht. Ich wäre dran gewesen. Nö. Klar. Du hast, ach, der ja nicht pre-moved. Entschuldigung, ich wollte nicht dazu wegnehmen. Aber den hättest du auch gemacht, oder? Oder hast du gesehen, dass man das E3 gewinnt? Das hast du auch 2 gemacht, siehst du. Siehst du, und schon jetzt haben wir. Jetzt ist wieder fair. Ja, und wir sind. Wo sind wir? Mal wieder. Im Turmendspiel. Top. Ich glaube, dass wir uns heute noch einige Partien lang begleiten. Ah, ich verhindere mal eben das Grundreinmatt. Schon wieder. Ey, und schon sind wir im Bauernendspiel. Wir stehen ja besser, ne? Habe ich gedacht. Wir haben Bauern mehr. Feier. Ah, aber was lässt du den König da reinkommen? Nur aber schnell. Ja, ja, ich kann sowas ja nicht. Im Bauernendspiel muss man sich einen Freibauern bilden. Und da müssen wir jetzt ganz schnell sein. Und dann hoffen, dass es noch reicht. Ich habe nicht ausgerechnet, aber wenn wir den König nicht reingelassen hätten, wäre es einfacher gewesen, zugegeben. Aber ich glaube, wir sind gerade noch Einzug rechtzeitig da. Vielleicht aber auch nicht. Was machst du? Er kriegt auch eine Dame. Eieiei, das haben wir schon verkackt. Also du. Jo. Nein, wir. Und du? Ja, nicht die Damen tauschen. Das Bauernendspiel ist jetzt verloren. Die Dame brauchen wir für unser Dauerschach aufs Wochenbrett. Achso, das Ziel ist jetzt Remis, oder was? Naja, gewinnen mit Damenendspiel mit Minusbau wird schwer. Und nicht irgendwie mit dem Schach einen Damentausch zulassen. Das wäre, glaube ich, auch unvorteilhaft. Wahrscheinlich wird es mir gleich passieren, aber... Schach mit Damentausch. Ja, ist gar nicht möglich. Ja, auch wenn er auf B4 zum Beispiel einen Schach hätte. Oder jetzt hätte er auf E5 die Idee, oder die Drohung. Ja, aber wir machen jetzt Dauerschach. Ne, wenn ich jetzt hier Schach gebe, sagt er hier Schach und dann muss ich die Damen tauschen. Ah! Dann muss ich den König wegziehen, damit er das nicht mit Schach machen kann. Das ist die Gefahr, auf die wir jetzt immer aufpassen müssen. Da geht auch wieder nicht. Eieieiei. Ja, du hast 2 Felder, auf denen es geht, also... Ja, ich habe eigentlich nie so ein Feld, wo es geht, das ist das Problem. Why? Wahrscheinlich sind die Diagonalschachs die wichtigen. Das ist doch ein nettes Schach. Fabian, Zeit! Soll ich spielen? Ja. Ja, aber ich kann es auch nicht mehr gewinnen. Also eigentlich nicht. Sekunden. Wie soll ich das denn jetzt schaffen? Weiß ich nicht. Gib mir doch mal einen Tipp. Mach und ich trinke einen Schluck. Top, das ist ein Deal. Das ist doch ein Deal.
Das ist ja zumindest noch ein Plan. Nein, nicht wirklich, aber. Den Bauern durchbringen, oder was? Ja, gucken. Also er spielt das jetzt nicht so toll, sagen wir mal so. Naja, der hat ja auch nur was? 1900? Jetzt haben wir Dauerschach. Immer noch ja, nice! Prost! Cheers! So, ja, nochmal Video ansagen. Ich glaube, abwechseln ist nicht unsere Domäne. Nicht? Sag du nochmal für mich an, bitte. Okay, alles klar. Ich glaube, das hat am besten geklappt. Remis tragen wir auch gar nicht erst ein. Darauf ist man nicht so stolz. Es zählen nur Gewinnpartien. Na, wenn du das sagst. So. Was Neues bei Schalke passiert auch nicht. Ja, egal. Das hätte ja auch keiner interessiert. Stimmt. Ah, noch ein Berserker. Komm, schnell. Springer. Das ist doch die einzige E4-Eröffnung, die du kennst, oder? Nee, überhaupt nicht. Hä? Das hast du doch also ein geschlossener, oder was? Läufer dann, glaube ich. Das ist doch der typische Grand Prix-Angriff. Bauer. Da hängt schon ein Bauer. Ist das so? Da ist schon einer eingestellt. Da ist der Bauer. Ah, okay. Bauer? Da ist der Bauer. Er steht schon auf Gewinn nach 4 Zügen. Top gemacht. Ja, okay, Springer. Falsch. Okay, Bauer. Naja, D5 ist jetzt einfach wieder weg, ne? Springer E6 hat ja wieder einen weiteren Arbeitsgang. Ja, dann raus die Scheiße. Okay, Läufer? Hau raus die Scheiße. Ich kann nicht mehr raushauen. Fand ich am Zug. Warte, stimmt. Okay. Ja, der Springer. Egal, weiter. König. Wir stehen super. Wir stehen super. Wir haben über eine Minute mehr Zeit. Ja, weil er bisher berserkt hat. Das ist ja kein warum ist egal, warum ist egal. Okay, Läufer. Wir müssen das nutzen. Wir hatten viel zu gute Zeit. Springer? Den kannst du nicht meinen. Was? Oh. Den auch nicht. Oh, ich meine. Nein, alles gut, gesagt ist gesagt. Dann okay. Machen wir den. Okay. Ja, Bauer dann. Dann machen wir den. Ah! Okay, das war mein Bock, Prost. Läufer. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, das steht Kacke. Nee, wirklich? Eieieiei. Weiß ich nicht, Tom? Eieieiei. Das ist nicht so unsere Domäne, oder wie war das? Ja, eigentlich hieß das bislang zu geschmeidig. Aber vielleicht lag es auch daran, dass die Gegner schwächer waren. Das glaube ich auch. Die hatten halt 1500. Turm. Eieieiei. Ja, das ist jetzt auch spannend. Weiß ich nicht, willst du nochmal den Läufer ziehen? Ja, irgendwas muss ich ja ziehen, ne? Ja. Irgendwas muss ich ja ziehen. Ich würde mich mal fragen, wenn ich jetzt einfach nur bezocken würde, ob man das noch gewinnen könnte. Ich weiß es nicht. Was würdest du sagen? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich nicht. Puh, aber anscheinend wirst du den Läufer ziehen. Ja, dann ziehen wir den Läufer. Nein, ich will gar nichts ziehen. Ich will am liebsten aufgeben. Auf die Ansage warte ich eigentlich. Aufgabe. Nein, aufgeben geht nicht, aber... Ja, ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Das ist so eine Kacke. Zieh die Dame oder so. Ja, dann hau raus. Ich hoffe, du meinst einen Läufer. Ja. Ich meinte die Dame natürlich. Turm? Jetzt kommt das Gegenspiel. Echt, wo? Nirgends. Läufer? Entschuldigung, der hängt. Ja, aber wenn ich den wegziehe, hängt der nächste. dann zieh den Turm. Nee, ich habe noch eine Idee. Ich will zumindest kein weiteres Material verlieren. Also Berserken kann man gegen uns ganz okay. Gut. Okay, ich möchte jetzt mal ein Experiment starten. Starte bitte dein Experiment. Aber ich glaube, das ist auch sinnlos. Was haben wir überhaupt wenig? Plus 11? Steht das da echt? Ja. Aber ich habe eine Figur zurückgewonnen. Nur noch plus 9. Hurra. Eieiei, warum ist das so schlimm hier? Weil ich alles Matsch. Was war das denn für ein Bock? Das war mein Experiment. Ob er das Matt nicht sieht, oder was? Ja, nee.
Starkes Okay, das Experiment. war schlecht. Spiel du mal lieber und ich sag an. Oh, das können wir doch genauso Nee, schlecht. das wird besser, das wird besser. Und ich aktualisiere auch nochmal eben den Stand. In dem Turnier, oder was? Nein, in unserem. Ah, jetzt habe ich uns einen Punkt zu viel gegeben. Kannst du bitte eben einfach in das Game reingehen, dann Ich komme bin ich auch drin. rein. Ich bin drin. Okay. Ansage bitte. Bauer. Ich habe überhaupt nicht geguckt, welche Farbe du bist. Boah, jetzt wir selbst schon 1600 gegen uns, so schlecht sind wir geworden. So schlecht sind wir geworden. Der weiß bestimmt, dass wir mitbesorgen, aber das können wir natürlich nicht machen. Fabian! Bauer. Hey, was? Springer. Läufer. Ich sag nur schlecht an, ne? Springer. Bist du wirklich mit dem Finger immer woanders, König? Ja, natürlich. Bauer. Bauer. Ja, wie schlägt er wieder? Hätte ich auch gemacht. Bauer. Wenn man nach jedem Zug geschockt sein kann. Dame. Aber auch dumm. Der war dumm. War jetzt nicht so gut zumindest. Und den hätte ich nicht mal gemacht, der ist wahrscheinlich sogar noch gut. Zumindest nervig, sagen wir mal so. Dame. Schauen wir mal, was kommt vielleicht, oder ist sie dann weg? Vielleicht ist sie dann weg. Ja, weg ist. Dame, Entschuldigung. Wieso? Du hast Ja, ja gesagt. ich wollte wieder abwechselnd ziehen, deswegen dachte ich, Moment, ich bin dran. Läufer. Komm. Oh, Fabian. Andauernd siehst du andere Züge als die, die ich ziehen möchte. Das ist maximal nervig. Ja, was ist das positiv oder negativ? Und wenn ja, für Weiß ich nicht. wen? Unsere beider Zahlen sind besser, wenn wir alleine spielen. Ich fürchte, aber ja, ist ja wirklich so, ne? Kulturm. Ich meine, das ist ja auch die Kunst, dass man die Pläne des Mitspielers versteht. Deswegen ist das ja auch Ja, durchaus Fabian, interessant. soll ich nochmal auf Und Codenames deswegen. hinweisen? Da bist du die beste Erklärerin. Und Mitspielerin. Turm. Und wenn man verlieren will, muss man in deinem Team, wenn man gewinnen will, muss man dich gegen dich haben. Ja. okay, Turm. Ich habe gar nicht geguckt, was er gespielt hat. Das schön. Turm. Haben wir endlich was mehr? Nein. Doch. Eine Minute Zeit. Bauer. Was für ein Bauer, Alter. Also. Immer musst du doch. Also du ziehst immer alles so weit nach vorne. Das macht einige Jugendliche zu ängstlich. Dann bist du zu optimistisch. Das Bauer. meinst auch nur du, ey. Also, Hä? dass ich zu optimistisch bin. Ich finde, ich stehe gut. Wir. Nicht so egoistisch, ja? Wir stehen gut. Top. Tipp. Top. Ein Blick auf die Zeit. Ja, der hat nur 20 Sekunden, nur 19. Und wir sind schon wieder dran, Springer. Danke, das erste Mal in diesem Game, dass wir das gleiche ziehen wollen. C4 wolltest du auch spielen. Im ersten Zug. Bauer. Bauer. Uff. Oh, da hing auch einer, aber egal. Echt? Ich will einen Bauern spielen? Ja, nicht schlagen vielleicht, aber Läufer. What the fuck? Was machst du da? Das ist eine Figur weg, ne? Ja, und der nur noch 9 Sekunden. Läufer. Also du bist ja noch auf Zeit. Den hatte ich gerade eigentlich schon vor. Springer. Danke. Läufer. 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 Turm. Ich spiele jetzt die Wiebke. Warum bist du nicht immer ein sinnloses Schach? Ich dachte, das war dein Plan. Ja, hier kommt einfach Turm D7 und hurra, ich habe auch Zeit gewonnen. Ja, nee. Aber guck mal, jetzt haben wir 30 Punkte gewonnen. Tipptopp. So, und wir setzen uns wieder etwas ab. Mit 5,5.
zu 3,5. Wenn wir 7 Punkte haben, würde ich sagen, machen wir nochmal eine kleine Session mit unseren richtigen Accounts. Session? Ja, also so 20 Minuten du, 20 Minuten ich. Und wir gucken mal, welche Zahl wir dann aktuell haben und welche wir danach haben. Boah, wir können das jetzt auch schon anfangen. Lass mal eine Partie spielen. Einmal noch in dieser Nacht, dass ich dir ansage. Alles klar. Und dann loggen wir uns einmal um und dann darfst du nochmal zeigen, was du alleine hinbekommst. Ich bin im Game. Ich nicht. Warum bin ich nicht im Game? Oh, weil ich wieder nicht da drin bin in dieser... Das ist im anderen, ne? Aus dem anderen Game? Ja, ich habe einfach 3 Minuten aufgemacht. Achso, es werden keine Turnierspiele mehr gestartet. Okay. Achso, eh nicht mehr. Ja, dann log dich mal mit deinem richtigen Account ein. Alles klar. Genau, wäre gut, wenn du dich auch eben hier... Eingang 6. Keiner kümmert sich darum. Was ist denn da los? Mit deinem Account? Nee. Welchen Account ist... Achso, dem vom Schachmensch, ja. Magst du dich auch einmal da einloggen? Da! Ja, brauchst. Ich gucke auch nicht in mein Passwort. Das ist dann doch immer da drin. Nein, braucht man nicht speichern. Ja, top, wenn einmal das Passwort eingeben wird. Ja, dann kann ich mich mehr erst hier anmelden. Entschuldigung. Ja, unterhalt die Leute mal eben. Muss mal eben kurz, ne? Ich kann aber nicht so viele spannende Dinge sagen. Doch, was dein Plan ist, was dein Ziel ist jetzt in deiner... Ob du Bullet oder Blitz jetzt lieber spielen möchtest. Jetzt? Darf ich Bullet spielen? Was du möchtest. Offensichtlich ist es Bullet. Niemals speichern. Bitte? Das Passwort. Hast du? Ja. Tipptopp. So. Dann reicht ja eigentlich. Er will es am Laptop spielen oder am iPad? Haha. Okay, blöde Frage. Okay, dann muss ich mal eben. Hätte ich eigentlich gar nicht einloggen brauchen. Hätte eigentlich gereicht, wenn ich dir zugeschaut hätte. Fällt mir gerade so ein. Wäre wahrscheinlich sogar viel sinnvoller gewesen. Das ist auch sinnvoller. Okay, egal. Schön, dass wir das jetzt. Schön, dass wir drüber. Genau. Warte noch einen kurz. Bevor du starten kannst, dann werde ich deinen Scheiß ein bisschen kommentieren, ja? Und danach kommentierst du meinen Mist. Ja, aber ich kenne mich doch gar nicht aus, was der Wir gucken so grob auf die Uhr, so 15 bis 20 Minuten. Okay. Ach, jetzt geht's um meine Zahl, um die Zahl. Oh, um die Zahl. 1796, du aktuelle Höchstzahl sogar. Und wenn du jetzt den Punkt holst, das ist halt super risky. Kannst du erste Mal die 8 Nummer knacken. Und das ist schon wieder der einfachste Trick der Welt, wo du schon wieder eine glatte Figur gewonnen hast. Du bist alleine echt stärker als mit mir, das ist unglaublich. Jetzt hätte man auf den Läufer nach D5 ziehen können, aber ich glaube... Ich bitte jetzt, darum! Jetzt, so wie der Gegner das spielt, das ist so 1000-mal stärker. Lass mich auch wenigstens ausreden. Lass mich auch wenigstens ausreden. Ich fürchte, wenn, nur wenn du die Session gleich beendet, wenn du die Partie beendet hast, dass du die Session beendet hast. Ich weiß nicht, was ich spielen soll. Der spielt so schlecht. Ja, aber wirklich. Der spielt wirklich schlecht. Da muss man echt aufpassen, dass man sich da nicht ansteckt. Meine Zeit! Fuck! Meine Zeit! Meine Zeit! Meine Zeit! Meine Zeit! Meine Zeit! Frust! Frust! Warte! Doch, jetzt nicht! Hä? Was hängt denn da? Ja, hat er nicht genommen! Warum hat er nicht gerade einfach? Du hast gesehen, aber ich kann ja jetzt nicht zwischendurch trinken. Ich habe ja nur noch... Nein, alles gut. Deswegen. Das war hier gerade... Oh! Okay, oh mein Gott. Der spielt das ja richtig, richtig. Also schachlich ist schon wieder vollkommen okay für Weiß. 2 Läufer gegen Turm und ein paar Bauern. Da geht schon was, aber die Zeit könnte sehr, sehr eng werden. Die Zeit könnte richtig eng werden. Aber ich bin zuversichtlich, dass das noch irgendwie klappt. Ja, ich nicht. Nee. Ja, das sieht man mal wieder. Diese sinnlosen Sachen machen nur Sinn, wenn der Gegner keine Zeit mehr hat. So als kleinen Tipp. Was soll das denn heißen? Also ich habe hier voll den Plan, was ich hier mache. Ich bitte dich. Du drückst irgendwelche Tasten. Du hämmerst wild. Deswegen wollte ich nie wieder Bullet spielen. Deine Gegner, nimm nicht mal deine hängenden Damen. Deswegen musst du jetzt, bevor du weitermachst. Nein. Trinkst du mit mir? Natürlich. Für die schlechte Kommentierung.
Zwei Partien, dann habe ich sie. Ja. 1800. 1800 bleibt das Ziel. Bis circa 17.13 Uhr hast du dafür Zeit. Ohne, dass ich jetzt dadurch Druck aufbauen möchte. Ist gar kein Ding, wie spät ist? 17 Uhr. Denn das Video wird dir doch in etwa eine halbe Stunde gehen. In deiner Theorie noch 40 Minuten. Aber schon mal wieder ein Teilziel erreicht. Der wichtige Angriffsläufer ist weg. Wie ist die Zeit? Top, du hast mehr Zeit. Ja, ausgezeichnet. 7 Sekunden mehr, das ist relativ viel. Aber jetzt ein Bauern weniger. Das aber ist aber kein das Ding. Ist egal. Ich kann ja, das mit weniger Läufer. Figuren immer besser spielen. Kannst du weniger einstellen? Ja, genau. Ja, vor allem, du nimmst einfach das Material nicht. Da hängt die ganze Zeit weißes Material. Was für weißes Material hängt ja, denn da? Ja, B2 hängt schon seit 35 Zügen. Ja, ja, ist klar. Dann hau ich da doch raus. Boom! Muss der Gegner jetzt auch trinken? Der Gegner muss auch trinken. Der hat die Dame eingestellt. Und nicht nur die Dame, das ist ja noch viel mehr weg. Das ist jetzt ja alles weg. Plus 6 Sekunden mehr. Das sollte ein sicherer Sieg werden. Und damit ah, jetzt, plus 5 wahrscheinlich. Das kannst du doch jetzt nicht hier ja, doch, ein bisschen mehr Druck. Ey, was soll jetzt noch schief gehen? Das weiß ich nicht. Dame einstellen. Zwei Damen einstellen. Du musst dann zwei einstellen, genau. Oh, das ist mal eine Figur. Und nicht BA2, bitte. Ich wollte auch keinen Tipp geben, Nicht, dass das hier nach einer Nacht Cheating klingt. Aber 10 Sekunden mehr. Ganz in Ruhe, ganz in Ruhe. Wenn jetzt eine Dame gut ist, wäre es kein Dameneinsteller in dem Sinne gewesen, ne? Das ist ja gut zu wissen. So. Aber jetzt fühle ich mich sicher. Und dann geht, er gibt auch auf plus 6, du hast ja 17,96 wieder zurück. Sehr, sehr stark. Okay. Ein Sieg noch. Letztes Game. Okay, solltest du die Partie jetzt gewinnen, ist deine Session frühzeitig beendet, weil dann hast du das Ziel schon direkt nach 3 Partien erreicht. Und dann kann man ja schon mal von einem erfolgreichen, sehr erfolgreichen Video sprechen. Ich muss sagen, deine Kommentierung nimmt immer mehr Sophias Sprachstil in Videos. Echt? Ja, die scheiß Betonung, ne? Ja. Das ist schon einige Male tatsächlich auch gefallen. Genau das. Sie hat ja auch ihrem gesunden Essens, ich weiß nicht, wie es gerade auf Englisch heißt. Lebenswandel oder so. Auch nochmal so schön betont. Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Und ich weiß auch nicht, bei der Kommentierung habe ich mir das auch so ein bisschen angewöhnt, irgendwas so ein bisschen in den Vordergrund zu stellen, durch meine Betonung und Zeichensprache, die jetzt aber keiner sieht, weil mir der dritte USB-Anschluss fehlt, um eine Kamera zu aktivieren. So, was ist hier los? Weiß hat eine Figur mehr, aber 3 Sekunden weniger. 3 Punkte. Nur fucking 3 Sekunden? 5, 6 jetzt mittlerweile, 7. Dem Gegner fällt nichts mehr ein. Okay, es wird ins Endspiel gegangen und man vertraut darauf, dass die Bauernmacht mit 7 gegen 6 ausreicht. Ne, man vertraut wahrscheinlich auf die 7 Sekunden. Warum auch immer, also 17 Sekunden, die der Gegner noch hat, sind eigentlich eine Menge Holz. Aber der Gegner spielt das nicht besonders toll. Der König läuft rein, C2 hängt auf jeden Fall, D3 wahrscheinlich. Weil jetzt nicht nervös werden, Das war dumm. Wow, und dann war dumm. Zieh den C-Bauern durch. Ah, ja, oder so geht aus. Ist gleich schnell. Ne, ist nicht gleich schnell. Hätte den C-Bauern durchziehen müssen. Schade. Egal, weiter. Weiter. Oh nein. Das ist sehr, sehr schade. Oh nein. Ich glaube tatsächlich, dass Bauern entweder an einer Stelle gewonnen war. Geh mal bitte nicht sofort in eine neue Partie. Dass wir hier auch noch einmal ganz kurz was schauen können. Ich glaube nämlich, dass nach König Jack D3, E5 der Zug C4 sofort zumindest die Chancen für Schwarz erhöht, weil man dann zwei verbundene Freibauern behält und dann ist man zumindest gleichzeitig durch und sollte die Partie nicht mehr verlieren. Okay. Ja, shit. Da musst du noch 2-3 Partien spielen. 2 neue Partien. Müsste ich ja auch erst. Was sind denn das hier für Gegner? 1800, also. 1872. Vielleicht brauchst du sogar nur eine Partie, um die Zahl zu kriegen. Ich glaub es ja nicht hier. Was soll denn der Scheiß? Also. Ja, wie schnell die einstellen. B3 kann ja nicht gut gewesen sein. In die offene Diagonale rein. Naja, gegen mich zu spielen ist halt auch easy. Aber der weiß ja gar nicht, dass du da sitzt auf der anderen Seite.
Der denkt es sich. Der denkt es bestimmt. Oh, Surf and the Sea ist bestimmt ein Hamstername und der Hamster spielt Schach. Oder was denkst du dir da? Also, ich weiß nicht, was bei. Also, ich denke sowas nicht, wenn ich gegen irgendwelche Leute spiele. Und irgendwelche Namen probiere ich eigentlich nicht groß zuzuordnen. Wow! Chaka! Wow! Die Gegner muss schon wieder trinken. Ah! Und gewinnt direkt! Plus 8! Wow! Die beste Zahl, die ich habe! Neue Höchstzahl, 1798. Wow! Wirklich stark! Und natürlich Glück gehabt, dass er sofort aus aufgegeben hat. Und wer kannte dich nicht? Definitiv nicht. Da, mein Schiller, bist du oft gut. Aber natürlich, bei 40 Sekunden auf der Uhr bei 1 plus 0 geben da die meisten Leute auf. Und das ist auch wirklich eine glatte Dame, ne? Ist ja nicht mal, dass man irgendwas dafür hat. Oh, okay. Respekt, Respekt. Bei der Zahl, das ist schon ein bisschen bitter, muss ich sagen. Aber gut. Das passiert auch 2-3. Also ich stelle auch manchmal Damen ein und noch stärkere Leute auch. Echt? Ja, natürlich. Es ist Bullet. Es ist und bleibt Bullet. Ja, ja, trotzdem. Aber es ist Bullet. Okay. Einmal durchatmen. Einmal durchatmen. Du schaffst das. Last game. Aber es sind ja klare Favoriten. Easy. Klare Favoriten. Was von der Zeit her, oder was? Von der Zahl. Von der Zahl. Ja, meine ich nur auch. 17,50. Scheiße. So viel. So viel. Ja, das hätte ich nicht gezogen. Nee, auch hier musst du schon wieder gut stehen. Hätte er jetzt minimal mehr, als du hättest ja auch sagen können, ich biete einfach nach 10 Zügen dreimal Remis an, dann habe ich es auch. Nein, es ist hier natürlich... Das ist wow, das ist echt wirklich gut hier. Also musst hier gut stehen. Der Springer auf A7 ist ja das ist ein Großbauer als Springer. Normal kennt man das ja nur als Läufer. Wo geht der Springer hin, wenn er angegriffen wird? Wird ich angegriffen. Ach, du greifst ihn gar nicht an, okay. Ja, offensichtlich nach C8. Ja gut, aber das ist ja nicht toll, oder? Genau, der C5-Läufer dominiert den Springer ja weiterhin. Was, wenn ich den jetzt vorziehe? Dann gewinnst du eine Figur. Unglaublich, unglaublich. Sehen wir hier das Highlight der Schachgeschichte. Live on air, also fast. Ja, was machst du? Mich verirren. Was? Keine Zeit. Zieh. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Was soll denn der Scheiß? Warum verwirrt man mich so? Zieh einfach. Du hast keine Zeit. Wie ist meine Zeit? 13 Sekunden noch. Sehr schlecht. Nein, alles gut. Ich rede jetzt auch nicht mehr so viel. Aber das... Hä? Mach einfach. Nicht über die schlechten Züge wundern. Warum? Warum? Der will dich nur auf Zeit ziehen. Schafft er. Zumindest das Remis ist gesichert. Und gucken, ob wir noch ein schnelles Matt finden. Ich glaube, es ist nicht. Ja, okay. Scheiße! Okay, sehr schade. Hättest du dich nicht immer gefragt, warum. Was der für schlechte Züge macht? Hättest du dich nicht über die gegnerischen Züge. Ich habe auch welche alleine schon. Hättest du ihn da nicht drüber geärgert? Oder so, hä, okay. Der kann doch nicht wieder einstellen. Okay. Der kann doch nicht schon wieder einstellen. Das ist doch nicht die letzte Person, Perspektive. Aber definitiv hast du nochmal wieder die Chance, die 18 zu knacken. Mit 17,97 jetzt. Weil es hat jetzt nur einen Punkt gekostet, dadurch, dass es noch Remis wurde. Und der Gegner ist ganz schwach. Guck nicht auf die Zahl. Oh Gott, ich hab sie gesehen. Scheiße. Aber hier jetzt ein Remis und du machst schon plus 3 vielleicht, oder plus 2, ich bin nicht sicher. Wie da genau. Aber der spielt komisch. Ja. Warum spielen meine Gegner immer komisch? Vielleicht, weil du auch denken, wie das über dich auch. Warum spielt die eigentlich so komisch? Ah. Wow. Wie du die einfach schachlich überspielst. Ich bin echt begeistert. Total ernst. Was heißt überspielen? Dass du total fertig machst, dass die überhaupt total chancenlos sind. Schachlich. Jetzt mal, und du hast sogar etwas bessere Zeit, 5 Sekunden. Also ein bisschen muss ich sagen, bin ich überrascht, dass du so überrascht bist, dass ich Schach spielen kann. Nein, so sollte das jetzt nicht rüberkommen. Mhm. Aber wie sicher du heute überspielst. Ich wundere mich, warum du vorher immer nur 1600 hattest. Jetzt spielst du 3 Tage vernünftig, also so 100 Partien am Tag, wie das die normalen Freaks machen. und schon hast du... Ja, ich will, dass du so explizit erwähnt.
Das sind plus 200. Ja, Leeches ist ja eh etwas gläsern. Das heißt, jeder, der jetzt seinen Account verfolgt, und ich denke, das wird ja einige Follower bringen, dieser Livestream. Ja. Bestimmt. Der fucking Springer kann nirgendwo mehr hin. Du hast immer noch 6 Sekunden mehr und 2 Bauern mehr. Aber nicht nervös werden. Sieh! Ich bin ja nervöser als du. Wow, da ist die Springergabel, da ist die Springergabel. So, und die bessere Zeit, das muss doch jetzt eigentlich reichen, oder? Das wäre der Wahnsinn. Die Freude in Hannover wäre ja wohl nicht mehr auszuhalten. Wow, oh, da war schon ein Matt in 1. Aber kein Stress, kein Stress. Sammel die Bauern ein! Wenn du kein Matt findest. Kannst du mal bitte leise sein? Gut. Das war jetzt extrem bitter, sorry, aber ich wollte dir eigentlich nur einen guten Tipp geben. Entweder setzt Matt in 2 oder sammel die Bauern ein. Aber ist das der gleiche Gegner? Ja. Ah, tipptopp. Du hast gesehen, der hat keine Chance gegen dich eigentlich. Da reicht auch ein weiterer Sieg. Und der baut sich mit Weiß genauso scheiße auf wie mit Schwarz gerade. Guter Typ. Zumindest konsequent in deinem schlechten Handeln. Da machen wir uns doch mal nichts vor hier. Also irgendwie gefällt die schwarze Stellung. Mehr Raum auf jeden Fall. Achso, höre ich jetzt nicht wieder. Du ziehst dir eine Figuren aber viel zu weit nach vorne. Nee, der Treiber ist ja stark. Wow. Was passiert da? Dame B3 war angespielt, okay. So, was ist denn jetzt passiert? Also irgendwie ist es schon komisch. Das ist schon mal Fakt. Aber Schwarz muss hier einfach besser stehen. Definitiv. Die Damen werden Vorsichtshalber getauscht, dann können sie nicht mehr eingestellt werden. Das macht Sinn. Vor allem auch, wenn man was mehr hat. Zieh! Also ich kann besser alleine spielen. Das habe ich heute schon mal festgestellt. Hä? Du spielst sie total! Wie spielst du denn noch besser, dass du bald 1900? Ja, genau! Du wunderst dich viel zu sehr, wenn Gegner was einstellen. Du musst das Material mitnehmen. Fertig. Schon wieder keine Zeit hier. Genau. Ah! Sie sieht das, Matt! Sie sieht das! Sie sieht das, Matt, nicht! Doch, sie sieht das, Matt! Wow! Ich hab's nicht gesehen. Entschuldigung, sei doch ruhig! Das ist die 1800! Wow! Okay, ich auf. Wow. Wow. Respekt. Nein, schachlich verdient. Auch wenn das Matt jetzt vielleicht nicht direkt gesehen hattest, aber. Ich meine, wirklich im Augenblick gesehen, sondern dass du so gedrückt hast, du nachher gesagt, bitte übersehst. Ja, ich hätte den als nächstes tatsächlich runtergezogen. Okay, also, aber ohne zu wissen, dass Matt ist. Ja, genau. Das hätte ich dann im Nachhinein realisiert. Wow, 1800. Okay. Wow, also Challenge bestanden, würde ich sagen. Ja. Respekt. Ja, ich bin auf dem Träumenden. Das ist schlecht. Ja. Da musst du noch mal kurz was nachholen. Was ist denn bei dir los? Wie kann ich hier mehr getrunken haben als du? Ich bin zwischendurch mal aufgestanden, wenn du dich erinnerst. Ja, Bier. Ja. Ja. Ich fange einfach schon mal an und guck gleich immer, was ich für eine Zahl aktuell habe im Bullet. Was vielleicht ein Ziel sein könnte, oder du musst eigentlich das Ziel festlegen. Was aber auch in einer Viertelstunde in etwa erreichbar sein muss. Also möglich sein muss. So. Ich habe schon mal einen Bauern eingestellt. Läuft super. Das läuft ja wie geschmiert. Aber ich setz Matt.
Ich setz bestimmt irgendwie matt. Weiß nur noch nicht wie. Du hast ja auch gut vor. Hä? Du nicht oder was? Ja, doch, doch. Nein, nein. Ich meine, in Anbetracht der Zeit, dass wir gleich das Video beenden müssen und vielleicht gleich irgendwann los müssen. Ja. Wie regelmäßig fahren die Bahnen denn? Ja, geht so. Wir können auch noch ein Taxi nehmen. Ja, genau. Also Geld verschwenden muss jetzt nicht sein. Ne? So, jetzt sag mir mal eben, was mein Ziel ist. Was hast du denn da für eine Zahl? Kriegst du 2,350 hin? Ja, okay. Das ist zumindest eine realistische Sache, hoffentlich. Okay. Ja, probier mal genauso toll zu kommentieren. Ja, genau. Okay, also ist ja egal, wie Spaß denn Fabian ist. Zieht komische Züge, die in meinem Leben überhaupt keinen Sinn machen. Und auf jeden Fall finde ich, dass die Dame da sehr toll steht. Und der Königsangriff ist ja immer super. Ja, Läufer safe gerettet. Top. Nein, super! Super, genau das wollte ich hören! Genau sowas willst du hören? Genau das! Für mich wie ein Fußballkommentator. Ja, genau, die haben auch keine Ahnung. Entschuldigung. Genau so ist es. Ja, siehst du, hättest du da mal vorher was anderes gemacht. Oh nein, da ist der Bauer, da ist der Bauer! Ja, läuft doch. Ja, ich weiß zwar nicht, welcher Bauer, aber gut. Okay. Ich dachte, ich hätte die Vertiefung gewonnen, aber habe ich gar nicht. So eine Scheiße aber auch. Oh, guck mal, der Turm hängt, aber was, der hängt was gar nicht. Was ist denn das? Aber da... Okay. Ich darf nicht dabei nachdenken. Ich glaube, das machen Fußballkommentatoren Nein, auch nicht. Nie. Definitiv nie. Okay. Oh, fuck. Alles klar. Die Damen werden abgetauscht, steht in einem ausgeglichenen Spiel. Nein, doch nicht ganz ausgeglichen. Da geht's so. Zeitlich ausgeglichen. Kompensationen sind vorhanden. Zeitlich ausgeglichen, sag mal so. Verstehe ich. Was ist denn das? Also die Läufer, die stehen schon ein bisschen gut. Ach. Vor allem hat er die mehr. Ja, also irgendwie stehst du nicht so. Ja, also okay. Schalke verliert. Ja, stimmt. Die haben gerade das 4-1 kassiert. Als ob du es gewusst hättest. Okay, komm, ein bisschen Konzentration jetzt. Jetzt spiele ich mal irgendein. Ja, nee, was spiele ich eigentlich? Ja, also wir öffnen die Partie mit einem geschlossenen Sizilianer mit Drachen oder sowas. Mit schnellem Drachen. Ich glaube, der war schnell. Der Doppelbauer. Fachsprache beschleunigt. Beschleunigt. Danke. Ja, Weiß hat einen rückständigen D-Bauer, der natürlich nicht gefährlich werden kann. Dafür ist die Bauernkette, die da steht, sehr, sehr gefährlich. Die Pre-Moves, die Fabian macht, sind interessant. Das heißt, ich stell nur ein. Du kriegst mir gerade auch als Kommentar. Was ist denn das? So, also die Stange. Jetzt habe ich hier, ne? Ja, also das Zentrum ist super, aber da, du hast da natürlich am Darmflügel so ein bisschen Gegenangriff, ne? Das hab muss ich man nicht ja. War das mein Handy? Mein Handy vibriert? Warum vibriert mein Handy? Mein Handy vibriert nicht. Das vibriert nie. Nie! Es ist immer auf. Heute Sonderregelung. Ich habe da mal eingestellt. Out! Das ist wieder ein 4-1 für gegen Schalke. Zeit habe ich auch nicht. Okay, komm. So, das kann nicht sein. Okay, also mindestens zwei Partien solltest du noch gewinnen. Das ist jetzt das Ziel. Nur verloren. Okay, zwei Partien mit Kommentatoren, dummen Kommentatoren. Kommentatoren. So ist es. Ja, was soll ich dazu sagen? Ein Doppelbauer, das sieht doch schon mal ganz vielversprechend aus. Da ist auf jeden Fall erstmal ein bisschen Überlegung nötig. Uff, der Läufer ist da drin. Was Uff. Macht man denn mit dem Läufer? Die Rade ist erstmal verhindert. Wo kann der König hin? Das ist jetzt die spannende Frage. Ne, weitere sehen Sie nach der Werbung. Wie ich da auch gerade an gedacht habe. Geschafft in dem Moment. Unglaublich. Was ist da eigentlich passiert? Ist die Rochade schief gegangen? Das müssen wir uns in der Nachspielzeit nochmal genauer ansehen. Vor allen Dingen in der Nachspielzeit ist es vollkommen falsch.
In der Analyse vielleicht. In der Analyse. Wie heißt denn das, wenn man dann nach Fußball spielt? Nein, während des Fußballspiels sind doch die Einblendungen von Fasstoren und Toren. Ja, die Höhepunkte werden sich nochmal angeschaut. Nein, während des Spiels. In Wiederholung, Replay. Ja, im Replay. Da gucken wir jetzt, oh, die Zeit. Aber eigentlich steht es doch ganz gut. Zumindest die Zeit, die Figuren nicht so. Was ist denn das für ein passiver Haufen? Oh, und der Müller, der steht da wieder schlecht. Sehr gut. Ich glaube, du lenkst meinen Gegner mehr ab als mich selber. 3 Sekunden, was macht der denn da? Vor allem muss er nicht mal meine dummen Kommentare hören. Und der Mauer geht ein vor. Ach du Scheiße. Was machen wir da? Der Turm ist eingestellt. Und 0,15 Sekunden auf Zeit gewonnen. Die Hälfte ist geschafft. Nur noch eine Partie. Aus, das Spiel ist aus. Eieiei, herrlich. Mit E4 wird die Partie eröffnet. Ein Sizilianer wieder mit einem beschleunigten Drachen. Ich habe es diesmal richtig gesagt, oder? Beschleunigte Drachen. Ja, aber ja. Gegen Grand Prix-Angriff ist das eher Grand Prix-Angriff. Grand Prix oder Grand Prix. So. A la Grand Prix. A la. Ah, komm, ich spreche mal ein bisschen. Ah, ja, das genau? Opfer, das war gewollt. Nein, war es nicht. Doch. Darf man nehmen. Ja, hat er genommen. Ich hier matt. Ah ja, sehe ich noch nicht. Kommt. Und jetzt kommt der Zug des Jahrhunderts, der Game Changer, den wir alle nicht erwartet hätten. Was hat er sich da wohl in der Vorbereitung für das Spiel gedacht? Ja, so einiges. Taktik voll aufgegangen. Grand Prix ist immer ein sicherer Sieg gegen Spielstärke bis 2,7 im Bullet of Leeches. Ah ja? Ja. Ah, okay, alles klar. Dann muss ich auf jeden Fall einen Grand Prix-Angriff spielen und nicht mehr C4, aber meine C4-Partien sind eigentlich sehr gut. Oh, und der Turm ist weg. Was hat er sich gedacht? Uff, und jetzt wird es alles eng. Aber angegriffen wird ganz hart angegriffen und der Schwarze hat gar keine Optionen mehr. Was soll er noch tun? Das Spiel ist fast vorbei. Kann man das schon so sagen? Ist es schon fast vorbei? Was ist da noch groß möglich? Ich fühle mich echt wie so ein Zirkusartist. Zirkusartist? Ich meine gar nicht Zirkus. Ich meine die Menschen, die da hier bei auf Kirmes in diesem... So ein Lauschpinsel. Ja. Einmal dabei sein. Genau, 2 Euro. 3 Fahrten. Und jetzt nochmal. Also hier die Zeit. Du musst doch nochmal weiterspielen hier. Genau das. Und jetzt nochmal eine Runde rückwärts. Einmal geht noch einmal festhalten. Einmal dabei sein. Ich weiß genau, was du meinst. Genau, sehr gut. Genau so fühle ich mich. Ach shit, der kann jetzt die Damen tauschen. Warum? Warum? Oh nein. Was ist passiert? Das Ende des Spiels naht. Nur noch 20 Sekunden maximal. Das ist das, wie heißt das im Fußball? Die Verlängerung. Die Verlängerung. Das ist das Ende. Das Ende naht. Uff. Und das ich muss das, ist ich hab durch vorbei. Zufall das Grundreimann frei abgewehrt. Durch Zufall. Wie schön. Zeit. Oh, und jetzt ist es grenzwertig. Was passiert hier? Was macht ihr? Was kann man tun? Was ist vorbei? Wo bestehen noch Chancen? Bam. Und die Zeit rettet ihn. Ich habe noch ein paar Minuten, ne? Ich kann das hier noch schaffen. Oh, okay, aber ich brauche erstmal eine Kommentatorenpause. Hast du dir verdient? Künstlerische Pause. Hast du dir verdient. So, wir spielen hier einen Franzosen. Der Franzose ist erstmal sehr gut aus der Öffnung rausgegangen. Es steht in einem Grundaufbau und die Dame hängt fast. Uff. So kann das hier nicht weitergehen. Uff. Vielleicht habe ich zu viel Zeit vorm Computer verbracht im letzten Jahr. Was die Corona-Pandemie alles ändert. Das muss natürlich auch, also wenn dieser Wort in dem Stream nicht vorkommt, dann ist es kein richtiger Stream. Corona muss. Corona. Immer. Was, der Springer ist angegriffen. So kann das hier nicht weitergehen. Und jetzt, was passiert jetzt? Wir sehen es alle nicht. Oh, die Dame ist angegriffen. Und der Springer eben auch noch. Und der Springer ist weg. Er kann es nicht mehr verhindern. Sei froh, dass er nicht mit dem Läufer genommen hat, weil sonst wäre da gleich direkt noch der Turm weg gewesen. Oi. Und was machen wir jetzt? Wir haben eine Figur weniger und sind im Turm-Endspiel. Plus-Minus-Läufer halt.
kein Turm ins Spiel, wenn der Läufer dann noch steht? Gute Frage. Ah, okay. Alles klar, okay. Er steht passiv. Wir haben eine Chance. Die Chance ist da, die Chance ist da, die Chance wird genutzt. So, das Ende naht. Was soll er noch tun? Viel kann er nicht mehr tun. Das ist natürlich ein bisschen bitter. Und aus die Maus. Das ist gewonnen, das Spiel. Ach, noch nicht ganz. Aber oh. Was? Uiuiuiui, was kann er noch tun? Was kann er noch tun? Das ist jetzt die große Frage. Und dann müssen gleich die ganzen Bauern geklaut werden, damit die Zeit vorbeigeht. Und damit dann hier, damit die Zeit vorbeigeht. Dafür auch, ja. Das ist auf jeden Fall ein Goal des Schachs, dass man sagt, okay, die ein Zeit Goal muss vorbeigehen. Seit 30 Jahren vor, ich habe mich jetzt dran gewöhnt. Jetzt läuft's. Okay, okay. Jetzt läuft's. Vielleicht schaffe ich noch die. Ich brauche 4 Partien dafür noch. Wird eng. Okay, okay. E4 öffnet die Partie. C5 ist 1-0. Was bietet der Schwarze? Der Schwarze bietet nichts. Ich habe Lust, gleich Vater Abraham zu hören. Danach fühle ich mich gerade. Machen wir gleich in der Bahn noch mal, ja? C5 kam, das 1-0 ist Call vor. Was passiert jetzt? Oh, und die Damen sind im Spiel. Das ist aber ein frühes Damenspiel. Das ist man gar nicht gewohnt aus dem Grand Prix-Angriff. Das ist eine Besonderheit dieses Spieles. Das hat man vorher noch nicht gesehen. Aber wir befinden uns in einer Stellung, die noch sehr gut gespielt werden kann von beiden Seiten. Und beide Seiten nutzen ihre Möglichkeiten aus. Die Möglichkeiten werden genutzt. Der Bauer geht nach vorne, der andere Bauer zieht nach. Was wird da passieren? Wir sind gespannt. Schalten Sie ein nach der Werbung. Ah, diese Pausen tun gut. Was? Wieso das denn? Kann ich hier trickern? Kann man das? Kann man nicht? 30 Sekunden, das sagt die Zeit. Was sagt die Zeit? Die Zeit sagt so vieles. Was ist da los? Der Turm ist da. Was kann man machen? Gar nichts kann man machen. Kann man so vieles machen? Au, das muss jetzt alles zwingend sein. Zwingend oder es ist vorbei. Zwingend oder es ist vorbei. Ist es vorbei? Ist es nicht vorbei? Wir wissen es nicht. Denken, ganz viel denken, Konzentration, dafür würde Stille helfen. Stille und nicht. Die Blicke, die helfen auch nicht unbedingt. Was passiert jetzt? Und der Springer, der zieht auch noch rein, wenn der Springer drin ist. Was macht man dann? Au, das ist aber ganz schön aggressiv. Ganz schön aggressiv geht er nach vorne, dass der Bauer eingestellt war. Das hat er nicht gesehen. Und dann hat er sich geschämt. Der Springer geht trotzdem noch mit rein. Und 8 Sekunden ist der Deal. 8 Sekunden auch beim Gegner. Was machen wir? Oh, der Turm ist angegriffen. Kann nicht gedeckt werden. Und der König ist schon wieder angegriffen. Der Gegner, der kann nicht so gut ziehen, wenn da gepremoved wird. Und dann hat er schon bei 6 Sekunden vom Fabian auch wieder verloren. Das war aber bitter. Es läuft. Bitter. Es läuft plötzlich richtig gut. Ich hab mich dran gewöhnt, meine Gegner noch nicht. Gut, dass es immer andere Gegner sind. Oh mein Gott, ich möchte das nie in meinem Leben hören. Das ist doch, klar, klar. Ah, nee. Highlight. Okay, aber dann schneiden. Der langweilige Teil kommt raus. Welcher langweilige? In der Anfang. Das, was mir wirklich am meisten Spaß gemacht hat, war, wo wir jetzt beide gespielt haben. Das stimmt. Ja, da kommt man sich auch wirklich, einer konzentriert sich auf Scheiße labern und einer eben auf Spielen. Ja, genau. Oder probiert sich auf Spielen zu konzentrieren. Viel besser. Ja, wir können ja nachher nochmal ein zweites Video aufnehmen, wenn wir zurück sind. Ja, genau. Scheiße. Den hat er nicht genommen. Geil. Ja, auf einmal stehst du wieder gut. Was will man dazu sagen? Dinge passieren. Was ist eigentlich mit meinen Nachbarn? Die sind ganz schön leise. Hey, du bist laut! Vielleicht hängen die an Newcall und heute unterhält, dann brauchen wir nicht unterhalten. Sind die normal so laut? Also normalerweise hört man halt jeden laut, deswegen wundert mich gerade ein bisschen. Er spielt nur noch auf Remis. Spielst du auch auf Remis? Was ist der Deal? Natürlich nicht. Gar keine Frage. Oh, ein Freibauer. Was wird da gemacht? Oh. Und nun, was passiert? Wie können wir das verhindern, dass der Bauer durchgeht? Kann es verhindert werden? Das ist die Frage. Die Frage des Jahrhunderts. Das Jahrhundert steht still. Wir warten.
Und der Turm wird angegriffen, Turm wird angegriffen, der König wird angegriffen, König wird verteidigt. Was passiert hier? Was? Ich sehe es nicht. Ich kann es nicht einschätzen, weil irgendwie ist mir das zu viel Endspiel und Endspiel kann ich nicht. Einfach ist das, so einfach ist das. Oh. Da fragt er mit Schach durch. Das war aber knapp. Ich habe nur 0,72 Sekunden. Wenn man pre-moved, wird dann auch Zeit abgezogen oder gar keine? Ja, irgendwie so irgendwelche Hundertstel oder so, glaube ich. Ja, okay. Da können ja nicht beide immer pre-moven quasi. Ich weiß noch nicht genau, wie das berechnet wird. Hä, natürlich können nicht beide pre-moven. Wie sollen das gehen? So, da ist das Problem. Wir haben das Problem erkannt. In diesem Sinne, lass uns jetzt die letzte Partie sein. Also auf die 2,350 kommst du jetzt wohl nicht in dieser einen Partie. Nee, nee. Was haben wir gesagt? Wann wollten wir los? Um halb? Ein, eigentlich eine halb. Minute nach halb. Ja, siehst du? Deswegen auch meine Planung. Glaub, deine Planung wollten wir, glaube ich, erst deutlich später los. Ja, eigentlich auch nur so 5 Minuten später. Ach Aber so. gut. Uiuiui, die Dame ist angegriffen. Was passiert hier? Jetzt hängt der Bauer hängt. Oh nein! Und jetzt, was macht der Gegner? Er nimmt den Bauern nicht. Oh, verpasste Chance. Das wäre das 1:0 gewesen. Läuft das so im Fußball? Ja, im Fußball ist super. Gut, dass wir hier ungefähr Fußball spielen. Eieiei, okay, der Läufer nimmt der Läufer nicht. Er überlegt es sich noch und die Zeit läuft, die Zeit rennt, die Zeit läuft nicht nur. Es ist gleich vorbei, so viel Zeit haben sie nicht mehr. Naja, wenn man mit einer Minute startet, welch Wunder! Und der Turm hängt, wird der Turm genommen. Oh, der Turm wird genommen, die Dame wird geschlagen, es kommt zum Abtausch, das Ende naht. Oh, was passiert da? Die Figur hing, er hat sie nicht verteidigt, warum hat er sie nicht weggezogen? Ich brauche einen zweiten Kommentator, ich glaube, dann wäre das viel witziger. Irgendwer, der noch weniger Schach versteht als ich. Also machen, müssen wir das einmal wiederholen, wenn Sarah auch hier ist, ja? Oh, Was ist jetzt ein Disney? Ja, doch klar, wenn du sagst, sie versteht weniger Schach als ich. Oh, also sie hat letztens gegen dich gewonnen, habe ich gehört. Ja, die letzte ernsthafte Partie hat sie halt gegen mich Ja, auch gewonnen. Das ist, letztens scheinbar zu Hause habt ihr doch gespielt, oder nicht? Hä, ne? Sie hat seitdem nicht mehr gegen mich gespielt. Doch, da Ja, habe so ich auch aber Spaß. gewonnen. Sie hat doch irgendwas gesagt, eure Mia ist keine Krankheit, da hat sie mich doch voll getextet. Ach so, nee, da haben wir nicht gegeneinander gespielt. Wieso hat sie das nochmal gesagt? Ich weiß, Remis ist eine. Ach so, ich glaube, sie hat verloren oder sowas und Fuck. dann wollte sie das damit begründen, dass sie kein Remis machen wollte oder so. Achso, ich habe doch so verstanden, dass ihr da irgendwie aus Spaß irgendwie gespielt hättet und vorbei ist. Ja, Ja. okay, ich habe mein Ziel leider nicht ganz erreicht, aber ich war trotzdem leicht im Plus jetzt, wenn ich mich richtig an meine Anfangszahl erinnere. Zumindest wenn ich die minus 7 wegrechne. Ich glaube, es könnte ungefähr ein Plus-Minus-Null-Ergebnis sein. Da haben wir dann Aber also auch wieder ein Ziel erreicht. hast du noch irgendwas zu sagen, bevor wir dieses Video jetzt, dieses tolle Video, was wir gleich hochladen werden und dann all Also unsere, wir alle Millionen Fans, schlüten. alle Millionen Fans beglücken können? Hast du noch ein paar schöne Schlussworte? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Ende dabei wart. Wir wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende. Bitte schaltet zum nächsten Stream wieder ein. Abonniert bei der Glocke da unten. Ja, Lena Meyer-Landrut. Herzlichen Dank für die netten Worte zum Ende. Damit beenden wir und melden uns beim nächsten Mal noch seriöser gerne wieder. Bis Tschüss, bis dahin. nächste Woche.